Liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuschauen. Heute widmen wir uns wieder dem Thema Gerätehaus oder kleines klassisches Gartenhaus. Dieses Gartenhaus, das Sie hier im Hintergrund sehen, können Sie vielfältig nutzen. Entweder als kleines Gartenhaus, wo Sie sich reinhocken können, oder Sie können es natürlich auch als Gerätehaus verwenden. Wir nennen dieses Gartenhaus oder Gerätehaus Kempten. Das finden Sie auf unserer Homepage, hummel-blockhaus.de, Typenhäuser, Gerätehäuser Kempten. Und hier haben wir ein Satteldach. Satteldach quasi, wenn es sich in zwei Richtungen neigt. Wir haben es jetzt hier weiß und dunkelbraun gestrichen. Den Anstrich können Sie individuell haben. Sie können das komplett selber streichen oder Sie streichen, sondern geben Sie uns einfach die Farben vor. Gebäude hat jetzt hier 3 Meter in der Breite und 2,50 Meter in der Tiefe. Das heißt, wir haben wirklich hier einen sehr, sehr großzügigen Raum, wo Sie viele Gartengeräte hineinbekommen, wo Sie wirklich ausreichend Platz haben für Gartengeräte oder wo Sie auch mal eine kleine Eckbank und einen kleinen Tisch reinbekommen und hier dann in Ruhe mal ausspannen können. Wir haben hier wieder den 40 mm Balken verbaut und bei den 3 Meter mal 2,50 Meter gehen wir wieder vom Außenmaß aus, also Außenmaß von der Wand bis hierher. In der Front haben wir ein Fenster, ein Drehkippfenster, das heißt, das können Sie kippen und auch komplett öffnen mit einem Flügel. Auf der linken Seite haben wir wieder ein Drehkippfenster und hier haben wir dann eine großzügige Eingangstür mit Glaseinsatz. Farbe, wie gesagt, können Sie wählen. Größe können Sie auf unserer Homepage konfigurieren, wenn Sie sich für Standardmaß interessieren und wenn Sie ein spezielles Maß brauchen, also zum Beispiel 3,21 Meter mal 2,17 Meter. Dann schicken Sie uns eine E-Mail oder rufen Sie uns an unter der Nummer 08332 7051 und dann kalkulieren wir Ihnen das in Ihrem Sondermaß, weil wir individuell fertigen, weil wir natürlich immer genau das Ihnen anbieten, was Sie auch möchten. Das heißt, wir fertigen komplett individuell und Sie können jede Größe wählen. Weiß und braun gehalten, mit einem großzügigen Dachüberstand, der Sie auch schützt vor Regen oder wenn es mal schneit, dass Sie hier dann nicht zu viel Schnee in der Front haben und mit links und rechts 2 Dachrinnen, 2 Kastendachrinnen aus Titanzink. Wie gesagt, die Tür können Sie öffnen und auch hier wieder eine ganz, ganz massive Türe. Also wenn ich es mal nachmessen darf für Sie, dann liege ich hier so bei rund 5 cm, aber schauen Sie sich am besten auf unserem Ausstellungsgelände persönlich an. Da sehen Sie dann diese massive Türe und bei den Verglasungen Isolierverglasung. Wenn wir jetzt eine Normalverglasung hier reinsetzen würden, das würde mir Ihnen nicht empfehlen, weil Ihnen dann die Scheiben beschlagen könnten. Schauen Sie sich's an, ich würde mich sehr freuen. Und jetzt zeige ich Ihnen das Gerätehaus nochmal aus nächster Nähe. Und dann gehen wir doch mal gemeinsam zu unserem Gerätehaus. Sie sehen hier nochmal diese hochwertigen Balken, diese 40 mm Balken, die hier wirklich für diese Größe ideal sind. Wenn wir größer gehen, würden wir auf eine stärkere Balkenstärke gehen. Als Dacheindeckung haben wir jetzt hier Bitumenschindel, sehr hochwertige Bitumenschindel, in dem Fall in Rot. Sie können es auch in Anthrazit haben oder in vielen anderen Farben. Da gibt es wirklich ein sehr breites Spektrum. Und hier haben wir eine Kastenrinne mit einem Ablauf hinten. Damit Ihnen das Wasser auch sauber abläuft, damit es Ihnen sauber versickern kann, machen wir hier immer, oder sollten Sie hier wirklich auch ein Fallrohr machen, weil sonst plätschert Ihnen das Wasser gegen die Wand. Und dann gehen wir mal zu der Tür. Und da sehen Sie es, also die ist wirklich sehr, sehr massiv. Hier mit Zylinderschloss zum Abspannen. Damit Sie auch wirklich geschützt sind vor ungebetenen Gästen. Und da haben wir jetzt die Isolierverglasung. Also ganz toll, die Isolierverglasung. Hier wirklich auch wirklich sehr, sehr hochwertig. Und wenn wir jetzt hier mal reinschauen, hier in der Natur gehalten. Sie können es auch innen auch streichen, aber die meisten lassen es in der Natur. Und hier haben wir jetzt keinen Holzfußboden, in dem Fall haben wir ein Vinyl. Und das ist Apfel-Normandie, nennt sich diese Farbe. Apfel-Normandie. Vinylböden können Sie natürlich auch in vielfältigen Farben und Dekoren bekommen. Das ist überhaupt kein Problem. Und entschuldigen Sie, dass es ein bisschen heilt, aber wir sind hier in einem nicht eingerichteten Gartenhaus, da heilt es einfach ein bisschen. Und hier jetzt der Blick aus dem Fenster mit aufgesetzten Sprossen. Und Sie können natürlich dieses Fenster sauber kippen. Oder auch komplett öffnen. Und wenn wir wieder rausgehen, ich zeige Ihnen das Gerätehaus mal
von der Seite nochmal und gehen wir mal hinten rum gemeinsam. Also hier der 40 mm Balken mit der Dachrinne und so schaut Ihr Gerätehaus dann von hinten aus. Und hier nochmal die andere Seite mit dem Fenster, damit Sie es einfach mal sehen. So, dann schließe ich gerade nochmal die Türe und zeige Ihnen das Gerätehaus von der Seite, also von dieser Ansicht. Warten Sie kurz. So, und da bin ich schon wieder. Also so schaut dann das Gerätehaus quasi von der Seite aus. Wie Sie Fenster und Türen möchten, in welcher Größe und in welcher Anordnung, bestimmen natürlich Sie bei uns. Das heißt, können Sie frei wählen, individuell, wie Sie es möchten. Ja, liebe Zuschauer, ich hoffe, Ihnen hat unser kleines Video gefallen. Sie haben mal einen Eindruck bekommen, in welcher hochwertigen Verarbeitung wir hier in Ottobeuren fertigen. Schauen Sie sich's mal persönlich an. Da sehen Sie die Qualität und diese Hochwertigkeit. Sie können sich hier auch die Fertigung persönlich anschauen. Wir zeigen Ihnen die Fertigung. Wir haben hier wirklich die Fertigung vor Ort. Schauen Sie sich's an. Ich würde mich sehr freuen, Sie kennen zum Lernen. Kommen Sie vorbei, machen Sie einen Termin aus. 08332 7051. Und wenn Sie dieses Gerätehaus online konfigurieren möchten, gehen Sie auf hummel-blockhaus.de, Typenhäuser, Gerätehäuser und dann zum Gerätehaus Kempten mit Satteldach. Schauen Sie, konfigurieren Sie es oder wenn Sie Zwischengröße möchten, dann schreiben Sie uns einfach eine E-Mail oder rufen Sie uns an. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie dem Video einen Daumen hoch geben und wenn Sie natürlich unseren Kanal abonnieren, wenn Sie uns treu bleiben oder öfter mal wieder hier reinschauen. Ich persönlich würde mich sehr freuen und wenn Sie Fragen haben oder Wünsche, nutzen Sie einfach unten die Kommentarfunktion bei YouTube oder schicken Sie uns eine E-Mail an youtube@hummel-blockhaus.de. Ich freue mich auf jeden Fall, Sie kennenzulernen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.